1945. Im Grunde genommen ist sie einmalig im Elzer Raum. Die aus 15 Frauen bestehende Gruppe unter der musikalischen Leitung von Waltraud Jung hat sich die Pflege und Erhaltung der heimischen Mundart zur Aufgabe gemacht und viel beachtete Auftritte bereits hinter sich, erste Wettbewerbspreise eingeheimst und natürlich auch zahlreiche Rundfunksendungen. Jetzt, ich werde nachher noch ein bisschen was über Waltraud Jung und Willi Schroth erzählen. Zunächst aber wollen wir die Mundartgruppe mal singen lassen. Ich hoffe, Sie verstehen das alles, um was es geht. Det werde geht off on die Luft. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die Mundartgruppe des Singekreises. So, lieber Thomas, das ist jetzt der Anfang von dem Heimatfilm, den ich dir zukommen lassen werde. Bislang habe ich leider dir keinen Kommentar dazu gegeben. Ist wohl auch besser so. Du sollst dir einfach deine Heimat nur genießen. So, lieber Thomas, vertraute Bilder aus deiner Heimat, die so ist, so fern. Wer ist so fern, weißt du, Kuckuck, so meine ich es halt. Der Kühlkopf, eine herrliche Naturlandschaft. So, lieber Thomas, wir befinden uns hier im schönsten der Schnakengebiete. Siehst du mal, ich scheue keine Angst vor dieser, naja, doch ganz schönen, stechenden Gefahr. Dieser Film ist nämlich ein Actionfilm. Thank you.
So, lieber Thomas, um mich herum ganz, ganz geheimnisvolles Kühlkopfgebiet. Um mich herum greifen Horden, Herden von Schnaken an. Und trotzdem, ich möchte dir diesen Weg in der Ferne zeigen, damit du eine schöne Erinnerung an deine wunderbare Heimat hast. Geheimnisvolle Apfelbäume auf Streuobstwiesen. Guckst du? Ja. Ja. Jetzt das rote Licht an. Ja, lieber Thomas, ich grüße dich. Ich habe hier einen kleinen Film über den Kühlkopf für dich gedreht. Kriegst dann noch ein paar Szenen hier vom Ried. Und entschuldige, dass ich schon lange nicht mehr dir geschrieben habe, aber du weißt, ich bin ein schreibfauler Mensch. Und ich schicke dir lieber hier und da meinen Film nach Australien. Ich wünsche dir was. Dankeschön. Danke. Diese Filmaufnahmen verdankst du einer Stockstädter Dame, und zwar der Frau Heidi. Wie ist dein weiterer Name, Heidi? Drometer. Drometer, okay. Ja. Ja, der Film geht nach Australien. Hallo du in Australien, sag mal. Sag mal, hallo Thomas in Australien.